Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag der DMV GTC. Ich sitze hier schon mit meinem Kollegen Carsten Grohme und wir lassen es hier gut gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Morgenstund hat Gold im Mund oder so ähnlich und im Moment gibt es hier noch ein Fitlein-Getränk, ne? Damit wir diesen langen und sommerlich warmen Renntag auch gut über die Bühne bringen, auf dem Hockenheimring. Die guten Seelen hier des DMV GTC-Teams haben für alle Fahrer und auch für alle Betreuer und Organisatoren hier immer ein gutes Frühstück und auch ein gutes Mittagessen vorbereitet, das was auch Kraft gibt, gell? Ja, braucht man auch. Also dieser Renntag, speziell der Samstag, das ist immer ein Blitzlichtgewitter. Das geht Knall auf Fall, um 9.25 Uhr das erste Qualifying, dann zwei Sprintrennen, Siegerehrungen, Analysen, Recherchen. Das ist wirklich ein ganz, ganz intensiver Tag. Vor drei Wochen auf dem Nürburgring beim Schaeffler Paravan Motorsport XL Weekend, da habe ich morgens um 9 Uhr meinen Arbeitsraum verlassen und abends um 19 Uhr kam ich zurück. Und irgendwie ist in den 10 Stunden der Computer kaputt gegangen. Habe ich nicht gemerkt, weil ich 10 Stunden nicht da war. Und so ähnlich wird das heute auch laufen. Das ist aber auch das, was auch die DMV GTC ausmacht, oder? Dass eben nur am Freitag und am Samstag gefahren wird, dafür komprimiert und dafür volle Attacke. Das ist ja auch für die Fahrer was Besonderes. Absolut. Das ist Teil des Konzeptes. Das hat die Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife ja vorgelebt, schon Mitte der 70er Jahre, dass die Teams am Samstagabend nach Hause gehen, Sonntag noch einen Family Day haben oder einen Tag zur Rehabilitation, je nachdem, was da gerade ansteht. Und das Format finde ich toll. Natürlich haben auch wir Rennen, die weiter weg sind. Vergangenes Jahr in Monza, vor 6 Wochen auf dem Red Bull Ring, da sind es knapp 1000 Kilometer. Da dient der Sonntag dann der Heimfahrt, aber auch der Nachbereitung. Kann man noch mal ein bisschen über seine Schandtaten nachdenken und über die der anderen natürlich. Aber hier in Hockenheim ist das ganz, ganz typisch für alle Teams. Die packen heute Abend nach dem Rennen zusammen, gehen nach Hause und haben noch was vom Wochenende morgen. Und das ist ein Konzept, das ich gut finde. Sehr gut. Und weil wir das auch gut finden, würde ich sagen, wir essen schnell fertig, frühstücken fertig, weil gleich geht's los. Und ja, dann sehen wir dich in der Sprecherkabine. Ja, du musst ein bisschen schneller reinhauen, du bist vor mir dran, weil Jakob Schober, der meldet sich nämlich immer aus der Boxengasse vor mir mit dem allerersten Aufsager, mit dem allerersten Take. Gestern hattest du schon die Ehre mit Norbert Hauch, das war mit Sicherheit auch für dich ein Highlight. Und weitere Highlights haben wir am heutigen Renntag hier auf dem Hockenheimring, zum Beispiel mit Carrie Schreiner, die ist zur Halbjahresbilanz in meinem Studio dort oben im Ravinolturm und wird mit Sicherheit eine Menge zu erzählen haben über ein wechselvolles erstes Halbjahr. Und das wird mit Sicherheit spannend werden, aber auch die beiden 30 Minuten Rennen. Sehr gut, dann verlieren wir keine Zeit und sagen bis gleich. Genau, bis gleich. Und bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie ein. 9.25 Uhr das erste Qualifying. Dankeschön. Ja, und jetzt auch nochmal aus der Sprecherkabine im Ravinolturm. Einen schönen guten Morgen vom Hockenheimring. Renntag im Juli und es ist ein herrlicher Sonnenschein und es sind schon die ersten Rennwagen auf der Piste, noch nicht die Teilnehmer des DMV GTC unserer Serie, sondern die BMW DMV Challenge. Die kommen jetzt in diesem Augenblick ins Parc Fermé zurückgerollt nach ihrem ersten Aufschlag an diesem frühen Samstagmorgen. Das geht hier Knall auf Fall. Wir haben es vorhin ja schon gemeinsam mit Jakob Schober nochmal aufgearbeitet. Dieser Rennsamstag, der ist immer eine sehr, sehr hochkomprimierte Kiste. Da geht es tatsächlich ohne Unterlass für die nächsten 10 Stunden. Hier für das gesamte Mediateam wirklich zur Sache mit sehr, sehr vielen Einzelgesprächen, auch gestern Abend noch vor der Hand und oberflächlich betrachtet eine schöne laue Sommernacht im Fahrerlager, aber eben auch mit sehr, sehr viel intensiver Kommunikation, mit sehr vielen intensiven Gesprächen, die natürlich auch dem weiteren Weg dieser Serie gelten. DMV GTC 1990 hat dieses Championat hier auf dem Hockenheimring seinen Lebenszyklus begonnen. Im 30. Dienstjahr ist diese Rennserie. Das können ganz wenige Promotoren nur von sich behaupten. Vielleicht noch Rolf Krepschik, das ist der Mann, der die STT leitet, die Spezialtourenwagen-Trophy, die auch an diesem Wochenende hier in Hockenheim zu Gast ist. Diese Rennserie existiert schon seit 1986, also 4 Jahre älter. Aber ansonsten ist der DMV GTC ein echter Dauerbrenner. Der hat als Hockenheim Cup begonnen und wurde später dann zum Divinol Cup über einen sehr langen Zeitraum und ist eben nun als DMV GTC
WTC im deutschen Rennkalender fest etabliert und ist Schauplatz eines Technologieexperimentes. Das Auto, das Sie dort im Bild sehen, das ist der Schaeffler Paravan Phoenix Racing Audi R8 LMS, der eine neuartige Technologie schon zum zweiten Mal präsentiert. Vor 3 Wochen auf dem Nürburgring beim Schaeffler Paravan Motorsport XL Weekend hat das seinen Lauf genommen. Und hier auf dem Hockenheimring geht das nun weiter mit dem Space Drive, mit einem Steer-by-Wire-System. Das bedeutet, in diesem Fahrzeug ist noch ein Lenkrad installiert, aber eben keine Lenksäule, sondern der Lenkimpuls, der wird eben über einen digitalen Weg, über elektromagnetische Impulse übertragen. Das Ganze können Sie sich so ähnlich vorstellen wie bei einem Force-Feedback-Lenkrad bei Ihrer PlayStation. Und der Mann, der schon als dritter Volonteur diesen Experimental-Audi präsentiert und vorführt außerhalb der Wertung, das ist wirklich ein Demo-Run, das ist der amtierende Sieger des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife vor 14 Tagen, nämlich Pierre Kaffer. Der sitzt nun im Cockpit dieses 2017er Chassis und dieses Auto abgedatet natürlich rein aerodynamisch auf den Step 2019 Stand. Und ausgestattet mit dieser neuen Steer-by-Wire-Technologie. Jetzt ein Blick ins Cockpit. Sehr, sehr schöne Aufnahme aus der Boxengasse. Da sehen Sie schon das Helmdesign. Das ist an ein Zebra angelehnt. Und das kann nur einer sein. Markus Alber aus Albstadt. Der Mann mit der Chevy Corvette Z06R. 2007 ist dieses Chassis produziert worden von Callaway Competition aus Weingarten, die Mannschaft rund um Ernst Wöhr, die damals schon im ADAC GT Masters unterwegs gewesen ist, so in den ganz frühen Entwicklungsstadien dieses damals noch neuen Championats, die Liga der Traumsportwagen. Und aus dieser Zeit stammt dieser GT3-Rennwagen der allerersten Serie, der allerersten Garnitur. Startet hier in der Klasse 2, ist einer der Sieganwärter in Klasse 2, ist aber auch ein Anwärter auf die ersten beiden Startreihen. Das haben wir gestern im Qualifying zum ersten Sprintrennen gesehen. Markus Alber da auf den gesamt 4. Rang gefahren, zur Überraschung vieler mitten in die Phalanx der Audi R8 LMS. Und das kann er jetzt im 2. Training noch einmal wiederholen bei frischer morgendlicher Strecke. Er hat gestern im Interview mit Jakob Schober ausgeführt, dass dieses Auto allergisch reagiert auf zu viel Pickup auf der Strecke. Wenn da also zu viel Reifenabrieb vom Vortag noch auf dem Asphalt liegt, dann wird es ein bisschen schmierig mit den Einlenkpunkten und dann lässt sich diese Corvette nicht mehr so exakt um den Kurs steuern. Das könnte jetzt am Morgen noch einigermaßen sich ausgehen für den Albstädter, der aus dem Porsche Alpenpokal stammt, der mit dem luftgekühlten Porsche Modell 964 seinen Rennsport begonnen hat, gemeinsam mit Jack Crow, Mann mit Pseudonym, mit dem er viele Jahre gemeinsam im Alpenpokal auch da schon im Zebra-Look angetreten ist. Dann der Umstieg irgendwann einmal auf die Chevy Corvette und dann vor guten 4 Jahren der Einstieg in den DMV GTC, inzwischen aus diesem Format nicht mehr wegzudenken, nicht nur als Frontrunner, sondern auch als ein Unterhalt. Seine Siegerehrungen, die sind immer ein Happening. Mit Bademantel, mit Gummi-Zebra, alles im Zebra-Look. Also der zelebriert das. Und hier am Hockenheimring hat er sogar sein eigenes Schwimmbassin mitgenommen, in das natürlich das Zebra nun eingetaucht ist und erst einmal planschen geht. Während das Qualifying läuft für das 2. Sprintrennen, das heute nach der Mittagspause gestartet werden wird, die Startreihenfolge für den 1. Sprint, die ist gestern ausgefahren worden. Dieses 2. Qualifying also dient der Startreihenfolge für den 2. Heat mit Dietmar Hagenmüller, der im Augenblick mit der Startnummer 55 die Trainingsbestzeit vorlegt. Das sehen Sie unten links in der Grafik auch nochmal sehr schön aufbereitet. Und auch das Konterfei des sympathischen Memmingers, also so ein waschechter Allgäuer, der da im Audi R8 LMS unterwegs ist. Das ist der Partner von Uwe Alzen, der im 1. Sprintrennen ins Lenkrad greifen wird. Die beiden gestern auch schon gemeinsam im Stundenrennen des Dunlop 60 am Start gewesen. Das war eine sehr, sehr spannende Partie mit Dennis Marschall und Tommy Tulpe, die dieses Einstundenrennen für sich entscheiden konnten im HCB Rotronic Racing Team in diesem großen Rennstall aus Remchingen in der Nähe von Pforzheim. Die Mannschaft, die von Manuel Reuter begleitet wird.
dem ehemaligen ITC-Champion auf dem schwarzen Cliff Opel Calibra im Jahr 1996. Es war überhaupt das Jahr des gebürtigen Mainzers. Der gewann im gleichen Jahr auch die 24 Stunden von Le Mans auf dem Just Porsche LMP1. Das war ein offener WSC-Rennsportwagen mit dem legendären Sechszylinder-Boxer-Doppelturbomotor aus dem Porsche 956. Ganz ursächlich natürlich weiterentwickelt irgendwann einmal. Und in diesem Jahr Manuel Reuter eben Gesamtsieger beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf dem Just Porsche, der auch hier ganz aus der Nähe des Hockenheimrings stammt, aus Waldmichelbach an der Bergstraße, und dieses Auto heute noch im Fundus, im Besitz von Reinhold Just, dessen Rennfahrerkarriere auch in den 70er Jahren hier auf dem Hockenheimring begann mit dem legendären Porsche-Typ 908. Und all diese Legenden, die werden in einer Mannschaft sehr gerne erzählt, nämlich in der Mannschaft rund um Fritz Gebhardt, die legendäre Momo-Truppe, die Partner sind des Dupré Motorsportteams mit Christoph Dupré und dem sehr, sehr schnellen Zauberlehrling, 18-jährig Jakob Erlbacher, der im Augenblick an die vierte Gesamtposition vorrückt mit dem schnellsten Cup-Porsche im Feld. Das ist die Startnummer 1, ein Juniorenprojekt in dieser Serie, das auch wiederum einzigartig ist, denn die Nachwuchsfahrer haben hier die Möglichkeit zu einem gedeckelten Budget mit einem Porsche 911 GT3 Cup, das Auto sehen Sie auch jetzt im Bild, eine komplette Saison abzuleisten und sich da vorzubereiten auf möglicherweise weiterführende Aufgaben wie den Porsche Carrera Cup oder auch das ADAC GT Masters. Das ist ein Schulhof, ein Scholarship-Projekt, und ein solches Projekt durchläuft auch Simon Reichert, bei dem sind die Kameras im Close-Up jetzt in diesem Augenblick. Die Startnummer 54, das ist ein Audi R8 LMS aus dem Jaco Motorsport-Team. Der 19-Jährige, der gestern im Dunlop 60 auf den zweiten Gesamtrang gefahren ist, der Pace von Dennis Marshall nicht ganz folgen konnte mit 5,17 Sekunden auf den zweiten Rang, dann kam, der wird sich anschicken, in den beiden 30-Minuten-Sprints wieder genauso einzuschlagen, wie er das vor 6 Wochen getan hat. Bei seinem Heimspiel auf dem Red Bull Ring bei Spielberg in der Steiermark, da mischte er sehr, sehr engagiert an der Spitze mit einem Uwe Alzen, mit einem Kenneth Heyer, der an diesem Wochenende, leider müssen wir an dieser Stelle sagen, in Portimao einen GT3 Mercedes steuert beim dortigen Creventic 24-Stunden-Rennen. Und auch ein Wolfgang Triller, der damals einer der Herausforderer gewesen ist mit dem AMG Mercedes GT3. Simon Reicher, sowohl am Red Bull Ring als auch am Nürburgring die ganze Zeit auf dem Level der Spitzenfahrer. Nun mit neuem Fahrzeugdesign unterwegs. Die Grundfarben Gelb und Blau, die erinnern an den Audi, den Sie jetzt im Bild sehen. Das ist aber nicht Simon Reicher, sondern das ist der Twinbush Audi aus Bensheim. Auch die haben ein Heimspiel. Die Gebrüder Dennis und Mark Busch, das sind eineiige Zwillinge, die beiden können Sie wirklich nicht auseinanderhalten. Gleiche Mimik, gleiche Gestik, gleiche Körperhaltung, gleicher Rennanzug, da ist wirklich alles identisch. Der arme Herr Papa, wenn die früher was angestellt haben, wenn die sich ihren Spaß draus gemacht haben. Inzwischen stellen die gerne mal was im Renncockpit an, waren einige Jahre auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs, zunächst im Porsche 911 GT3 Cup, später dann auch in der R-Version im Timbuli Racing Team, das von Michele Rinaldi aus Mendig eingesetzt wurde 2013, und dann der Umstieg in den Audi R8 mit diesem Audi R8, der hier vor Ort betreut wird von der Equipe Vitesse, von Andy Herbst und vor allen Dingen von seiner Tochter Jill als Fahrzeugleiterin. Mit diesem Audi sind sie Siegkandidaten. Gestern haben sie ein bisschen gehadert mit ihrem Reifensatz, waren so ein bisschen außerhalb ihrer Pace in der zweiten Rennhälfte, konnten der Geschwindigkeit, die Dennis Marshall vorlegte, nicht ganz folgen, aber sind jetzt wieder gut im Tritt und stimmen sich ein auf 2 schnelle Sprintrennen, in denen diese beiden Zwillingsbrüder natürlich eine Arbeitsteilung vornehmen werden. Mark Busch, der jetzt im Auto sitzt, der wird das zweite Rennen fahren, deswegen fährt er auch das zweite Qualifying. Sein Bruder Dennis, der wird den ersten Lauf bestreiten, so die Arbeitsteilung im Twinbush-Team und in diesem Audi R8, den sie natürlich an seiner Farbgebung jederzeit identifizieren können. Mit Metallic Blau und einem leuchtenden Gelbton. Es gibt in diesem Team auch noch einen Porsche Carrera RSR.
ein Auto der historischen Homologation 3053 aus den 70er Jahren. So brachte Porsche 1974 den Porsche Carrera RSR 3,0 in den Weltsport. Und ein solches Auto haben die Gebrüder Mark und Dennis Busch inzwischen auch im Fundus. Von Michael Joos aufgebaut, eingesetzt in der Youngtimer Trophy zuletzt vor 14 Tagen auf der Nürburgring Nordschleife. Das war für die beiden dann eine Rückkehr in das ehemalige sportliche Umfeld nach all den Jahren in der VLN, in der Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring. Dann eben zumindest mal ein Rückgriff für 3 Rennstunden auf der Nordschleife mit dem RSR in historischer Fassung. Und jetzt eben wieder dieser Kulturschock, der Umstieg in das nagelneue, in das aktuelle Auto, in den Audi R8 LMS mit all den technischen Möglichkeiten, die diese Fahrzeuge heute bieten, insbesondere was den aerodynamischen Abtrieb angeht, während wir jetzt mit unserer Boxenkamera zu Gast sind bei Timo Scheibner, Schaller Motorsport. Da ist Nico Wagner im Bildvordergrund zu sehen mit seinem Laptop. Der erfasst jeden einzelnen Reifensatz. Die Reifen werden inzwischen gezeichnet im DMV GTC. Das bedeutet, dass sehr genau darüber gewacht wird, ob die Reifenrestriktion auch eingehalten wird. Es dürfen nur 2 Reifensätze verwendet werden pro Auto und pro Wochenende. Und das führt natürlich dazu, dass die Teams inzwischen im Qualifying auch mit einer sehr stringenten Reifenökonomie unterwegs sind, während wir jetzt Simon Reicher im Bild haben, der junge Österreicher, der ebenfalls aus der Box herausgefahren ist, noch an 12. und damit letzter Stelle liegt, der natürlich jetzt erst in seine Checklap geht und der dann versuchen wird, eine schnelle zusammenhängende Runde hier in den Asphalt des Hockenheimrings zu brennen. Der nimmt auch eine Dashcam mit, das heißt, wir haben eine Onboard-Kamera bei ihm installiert im Audi R8 LMS. Simon Reicher jetzt auf seiner schnellsten fliegenden Runde, das können Sie sehr deutlich sehen, da geht es schon sehr ernsthaft los, eine Checklap und dann sofort der Versuch auf Zeit zu fahren, um eben den Reifensatz so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen. Das wird jetzt 2, vielleicht 3 Runden so gehen und dann kehrt dieser Audi R8 auch an die Box zurück. Noch 7 Minuten und jetzt 50 Sekunden verbleiben in diesem Qualifying. Es ist das 2. Qualifying im DMV GTC. Wie gesagt, das Ganze aufgeteilt. Qualifying 1 definiert die Startreihenfolge des 1. Rennens. Das Qualifying 2, das Sie jetzt in diesem Augenblick sehen, legt die Startreihenfolge fest für das 2. 30 Minuten Sprintrennen hier auf dem Hockenheimring mit Simon Reicher. Sie sehen seine Sektorenzeiten eingeblendet. Die läuft unten in der Grafik immer mit. Und daran können Sie sich natürlich auch orientieren und sich einen ersten Eindruck davon verschaffen, wo der junge Österreicher möglicherweise landen wird und was seine Richtzeit ist. Und die setzt im Augenblick Carrie Schreiner. Die ist zurückgekehrt. Gestern schon im Qualifying des Dunlop 60, hatte im Rennen dann so ein bisschen Pech. Da hat es mit der Boxenregie nicht funktioniert und da ist sie als Letzte ins Rennen gegangen. Ist aber jetzt Trainingsschnellste in 1:39.084 mit 1,625 Sekunden Vorsprung auf Mark Busch mit dem Twin Busch Audi. Das ist eine souveräne Vorstellung für die 20-jährige Saarländerin, die aus Völklingen kommt. Ihr Vater Frank Schreiner war ein Stammgast im DMV GTC als Porsche-Rennfahrer in den 2000er Jahren schon mit dem Modell 996 GT3 R und war 2011 noch Meister im DMV GTC. Und ich höre, dass wir Timo Scheibner im Interview mit Jakob Schober in der Boxengasse haben. Bitte schön, ich gehe ganz schnell runter. So, ich stehe hier mit Timo Scheibner, gerade mit dem Aston Martin eine richtig gute Zeit hingelegt, 1,40,7, war gut, oder? Ja, war okay. Das Schnellste, was wir hier je gefahren sind, war 1,40,4, aber fürs Rennen will ich die Reifen aufheben, deshalb habe ich gleich abgebrochen, weil das muss reichen, jetzt fürs Qualifying muss das reichen. Das waren jetzt also 2 schnelle Runden, oder? Ja, nur die erste Runde habe ich einen Fehler drin gehabt, an der Spitzkehre hinten, da war ich richtig schnell, da hatte ich noch eine bessere Zeit im ersten Sektor, aber da habe ich mich verbremst an der Spitzkehre, war zu spät und musste einen großen Bogen fahren, war alles kaputt, deshalb habe ich jetzt noch mal eine schnelle Runde nachgelegt. Gestern in der Früh haben sich die Fahrer ein bisschen beschwert, also in der Früh beim ersten Qualifying haben sich die Fahrer beschwert, dass das Gripniveau ein bisschen schlechter war. Wie war das heute? Heute war gut, jetzt also muss man sagen, viel, viel besser wie gestern. Sehr gut, die Strecke ist perfekt im Moment. Sehr gut, dann wünschen wir alles Gute fürs Rennen. Dankeschön. Danke.
Ja, vielen Dank an Jakob Schober und Timo Scheibner natürlich auch, der an gesamt dritter Position liegt mit dem schnellsten Klasse-2-Auto im Feld mit dem Aston Martin Vantage. Während die Kameras jetzt bei Cary Schreiner sind, die zurückkehrt in die Box als eindeutige Trainingsschnellste mit 1,222 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Mark Busch mit dem Twinbusch Audi, der über 1,40 bleibt. Cary Schreiner, die einzige, die eine 1,38,916 in den Asphalt brennt. Also die Saarländerin ist wieder voll da und ist wieder auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit, auf dem sie im vergangenen Jahr ja schon einmal gewesen ist. Dann gab es so eine schwierige und mit Sicherheit auch charakterbildende erste Saisonhälfte. Darüber wird sie nachher im Studio auch noch berichten. Und jetzt sehen wir sie hier im Cockpit, die Startnummer 3. Das ist der HCB Rotronic Audi, den sie sich mit ihrer Fahrerkollegin Evi Eisenhammer teilt. Die wird im ersten Rennen dann ins Lenkrad greifen, Cary Schreiner im zweiten. Und das bedeutet auch, dass wir Cary Schreiner im ersten Rennen hier im Studio haben werden mit ihrer Halbjahresbilanz. Sie hat ein bisschen muffig geguckt, als wir sie darauf angesprochen haben, ob sie das denn gerne machen möchte, weil das wird natürlich eine Trouble-Story, aber da sehen Sie ihren Vater Frank Schreiner auch im Bild. Jetzt ist sie wirklich wieder voll bei der Musik dabei und kann wieder Rennen gewinnen. Und dann lebt dieses ganze Menschenkind dann auch wieder auf mit eigenem Fanclub, der auch hier vor Ort ist und mit einigen tausend Followern auf Instagram, die die Karriere der 20-Jährigen natürlich verfolgen, die ansonsten im ADAC GT Masters unterwegs ist, im gleichen HCB Rotronic Rennstall und die obendrein sich ein Doppelprogramm leistet mit der Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife. Dort ist sie mit einem TCR VW Golf unterwegs im Girls Only Team. Das ist selbsterklärend, das ist eine Mannschaft, zu der auch Jasmin Preisig gehört, eine reine Damenriege, während auf der Piste auch einer jetzt seine Runden dreht, über den wir uns ganz besonders freuen dürfen. Startnummer 75, Thomas Langer. Der musste gestern im Dunlop 60 zunächst einmal die Waffen strecken. Da gab es ein technisches Problem an seinem Porsche 911 GT3 Cup. Das Auto ist nun von der Schütz Motorsportmannschaft, die diesen Einsatz betreut, über Nacht wieder instand gesetzt worden. Und da ist er wieder auf der Piste unterwegs. Startnummer 75, das gelb und schwarze Cup-Auto mit 460 PS. Eine 991 Cup-Version der ersten Baustufe, die hier zum Einsatz kommt. Eingesetzt vom Schütz Motorsport-Team, während wir jetzt wieder einen Blick aus dem Cockpit haben in den verbleibenden 2 Minuten dieses Qualifiers auf dem Hockenheimring. Das dürfte wieder... Nein, das ist nicht der Audi von Simon Reicher, sondern jetzt sind wir zu Gast in einem ganz spannenden Auto, nämlich in einem Lamborghini Huracan Super Trofeo aus dem Team von Dörr Motorsport. Gefahren vom Niederrheiner Gregor Drasal, der aus Dienstlaken am Niederrhein an den Hockenheimring gekommen ist und der als einziges Klasse 6 Auto im Feld unterwegs ist. Also eine eigene Wertung für diese Lamborghini Super Trofeo Fahrzeuge, das sind natürlich ganz, ganz besondere Hochleistungsrennwagen, die sich von einem GT3-Fahrzeug insofern unterscheiden, als dass das Gripniveau dieser Autos ein bisschen geringer ist. Die haben nicht das aerodynamische Paket eines GT3-Rennwagens, kompensieren das mit dem Anstellwinkel des Heckflügels, der ist auffallend steil eingestellt, auch hier auf dem Hockenheimring, wo es ja doch in der Parabolica bis zu 270 km/h schnell wird in dieser Vollgaspassage. Trotzdem eben ein relativ steil angestellter Heckflügel. Und dann können Sie sich vorstellen, wie viel Motorleistung da zur Verfügung steht, wenn das eben dennoch trotz des steil eingestellten Heckflügels so schnell dahin geht. Für Gregor Drasal, unseren dritten Kameramann im Feld. Es gibt auch noch eine Dashcam im Schaeffler Paravan Audi mit Pierre Kaffer und eben bei Simon Reicher. Und zudem schaltet die Regie nun, Dankeschön Andreas, hier hinüber. Gregor Drasal, gerade unser Kameramann. Jetzt ist es Simon Reicher und der ist vorgerückt an die zweite Stelle im Qualifying, fährt 1,39,334, fährt bis auf 0,4 Sekunden an Cary Schreiner heran, aber die Saarländerin bleibt 57 Sekunden vor dem Fallen der Zielflagge die Trainingsbeste. Und da wird die Erleichterung und da wird die Freude groß sein im HCB Rotronic Rennstall und natürlich auch bei ihren Eltern, die sie immer begleiten bei ihren Renneinsätzen, insbesondere bei Frank Schreiner, dem Ex-Mann
Hausmeister, den wir gerade noch mal am Cockpit seiner Tochter gesehen haben. Der zweite HCB Rotronic Audi im Feld mit Tommy Tulpe. Gestern großer strahlender Sieger beim Dunlop 60 gemeinsam mit Dennis Marschall. Der liegt an sechster Gesamtposition. Also ein sehr, sehr guter Auftritt für diese sehr professionell auftretende Mannschaft aus Remchingen. Während wir hier Gregor Drasal am vorderen Bildrand gesehen haben mit dem Lamborghini Super Trofeo. Der ist ganz offensichtlich auf seiner Outlap gewesen, auf seiner Auslaufrunde und wird da passiert von Simon Reicher, der wiederum den gesamten Streckenrand für sich nutzt. Das hat er gestern schon getan. Der fährt eine sehr, sehr weite Linie, fährt sehr, sehr weite Bögen. Das machen die HCB Rotronic-Fahrer so ein bisschen anders und daran können sie auch die unterschiedlichen Fahrstile erkennen und möglicherweise auch die unterschiedlichen Abstimmungswege in den Fahrzeugen. Simon Reicher, auch jetzt wieder lässt er sich weit, weit heraustragen, nimmt damit natürlich, da in diesem Augenblick die Zielflagge fällt, den weiteren Weg und das nutzt ihm alles nichts. Er bleibt 0,381 Sekunden hinter Carrie Schreiner, unserer Pulsitterin, die wir jetzt im Interview mit Jakob Schober haben. Bitte schön. So, Kerry, super, super Runde. Wie es ausschaut, Pole Position? Ja, auf jeden Fall. Also meine Runde war zwar nicht perfekt, aber ich bin mit dem Ergebnis natürlich super zufrieden. Konnte meine Zeit noch mal ein bisschen verbessern und an den Dingen von gestern arbeiten. Und ja, mal schauen, was jetzt im Rennen passiert. Ich habe vorher gerade gehört, wie du mit deinen Leuten gesprochen hast, dass du in der Spitzkehre einen kleinen Fehler gemacht hast. Nee, also im zweiten Sektor, der war nicht perfekt, da habe ich ein bisschen zu viel gewollt und habe ein, zwei Fehler gemacht. Aber es hat ja Gott sei Dank auch so gereicht. Mit 1,38,9 ist aber trotzdem eine Wahnsinnszeit, oder? Hier in Hockenheim. Ja, ich denke, da brauche ich mich nicht zu verstecken. Klar ist noch ein bisschen was drin, aber ich bin relativ zufrieden. Dann gratuliere, alles Gute fürs Rennen und da sieht man halt den Ehrgeiz, gell, wenn es auf Pole Position steht und trotzdem noch sagt, es war nicht ganz perfekt. Da strahlt sie wieder und das macht sie aus gutem Grund. Trainingsbestzeit für Carrie Schreiner auf dem HCB Rotronic Audi mit der Startnummer 3. Ihre Rundenzeit 1,38,916. Die einzige im Feld mit einer 1,38er Runde. Und das ist natürlich eine Ansage für das erste Rennen. Nein, für das zweite natürlich am heutigen Nachmittag. Da wird sie dann ins Lenkrad greifen im ersten Lauf. Efi Eisenhammer im Audi mit Startnummer 3. Und Sie sehen bereits eingeblendet von unserer Regie das Klassement. Das gehen wir mal kurz durch mit Simon Reicher, unserem Kameramann, mit einer von drei Dashcams im Feld, mit dem Audi R8 LMS, der schnellste Mann aus Österreich. Dann auf dem dritten Rang Marc Busch, das ist der Twin Busch Audi aus Bensheim, bereits 1,22 Sekunden zurück. Dann das schnellste Klasse 2 Auto im Feld, GT3 Jahreswagen, vorhin im Interview Timo Scheibner aus Frankfurt, Schaller Motorsport, mit dem Aston Martin Vantage. Dann auf dem fünften Rang Dietmar Hagenmüller, das ist der Team Kollege von Uwe Alzen im Audi R8 LMS, Startnummer 55, gefolgt von Tommy Tulpe, gestern Sieger im Einstundenrennen gemeinsam mit Dennis Marschall, jetzt an sechster Position mit dem Audi R8 LMS aus dem HCB Rotronic Racing Team, dann das zweitschnellste Klasse 2 Auto im Feld, das Zebra. Die Chevy Corvette Z06R GT3 aus dem Team von Callaway Competition aus Leingarten mit Markus Alba aus Albstadt auf dem siebten Rang. Rang 8, das ist der zweite Kameramann im Feld, Gregor Drasal mit dem Lamborghini Huracan Super Trofeo an achter Gesamtposition. Die Mannschaft von Dörr Motorsport aus der Klassikstadt in Frankfurt. Neunter dann, schnellstes Cup-Auto im Feld, Klasse 3, Porsche 991 GT3 Cup mit Christoph Dupré aus Schiffweiler im Saarland. Ein weiterer Saarländer unter den ersten 10, nicht nur Carrie Schreiner, sondern eben auch Christoph Dupré. Gefolgt von einem weiteren Audi R8 LMS aus der Klasse 1, das ist Berthold Grun, betreut hier vor Ort und technisch beraten von Peter Marmero aus Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet. Der war schon einmal DTM-Privatier im Audi V8, nicht im Audi V8, sondern im Opel Astra V8 Coupé, so muss das richtig heißen, im Jahr 2001. Dann folgt mit der Startnummer 75 der wieder zurück ins Feld gekehrte Thomas Langer mit dem zweitschnellsten Cup Porsche im Feld, zweitschnellstes Klasse 3 Auto, gefolgt vom drittplatzierten in Klasse 3. Das ist der Schüler im Team von Dupré Motorsport.
Motorsport Engineering. Jakob Erlbacher mit dem Porsche mit Startnummer 1, der 18-Jährige. Gebürtige Österreicher, seit 7 Jahren in Böblingen lebend, also auch eher so ein quasi Heimspiel. Bis nach Böblingen vom Hockenheimring ist das vielleicht eine gute Autostunde. Und damit entlassen wir Sie in die Frühstücksphase, in die Frühstückszeit am schönen Samstagmorgen, während Simon Reicher hineingeschoben wird in das technische Abnahmegebäude. Da ist auch eine Fahrzeugwaage, das haben Sie gesehen, da werden die Fahrzeuge auch schon einmal nachkontrolliert, ob die BOP auch eingehalten ist, die Balance of Performance, und die Fahrzeuge werden dann aus dieser Garage direkt hineingeschoben ins Parc Fermé. Da bleiben die Teilnehmerfahrzeuge dann für eine ganze Weile unter Verschluss, falls es eben doch mal zu einer technischen Diskussion kommen sollte. Und ganz unten am Bildrand sehen Sie eingeblendet, wann wir wieder auf Sendung gehen. Das wird um 11.50 Uhr der Fall sein. Also 10 vor 12 der Start des ersten Rennens DMV GTC, unsere Serie, der erste Rennlauf, das erste Rennen über 30 Minuten, dann auch wieder mit dem Schaeffler Paravan Audi R8 LMS mit dem Steer-by-Wire-System. Da werden wir nachher Roland Arnold, den Firmengründer, im Studio haben. Der wird uns mit Sicherheit eine Menge zu erzählen haben über diese spannende Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren der Zukunft, und da wird es voll und eng werden hier im Studio mit Carrie Schreiner, mit Roland Arnold und mit vielen spannenden Einblicken aus dem Fahrerlager. Nicht nur reines Platzierungsverlesen, sondern eben auch all die technischen und die strategischen und die technologischen Hintergründe, die werden wir Ihnen dann im Laufe der beiden Rennübertragungen näher zu bringen wissen. 11.50 Uhr, wie gesagt, die Rennzeit. Der erste 30-Minuten-Sprint um den DMV GTC. Während Sie im Hintergrund bereits einen Ausblick sehen auf den weiteren Verlauf der Saison, das Motorsport XL Weekend in Zolder in Belgien, meine Lieblingsrennstrecke, da wird es dann Anfang September rundgehen mit einem weiteren Lauf des DMV GTC. Das wird das 7. Rennwochenende sein, während dann hier auf dem Hockenheimring mit dem 8. Lauf die Saison ausklingen wird im Oktober. Das ist inzwischen eine liebgewonnene Tradition. Und die Dame, die Sie da im Bildhintergrund mit ihrem Laptop sehen, das ist die Pressechefin des DMV GTC, Silvia Pietzko. Die sitzt natürlich immer hier oben im Livestream-Studio, weil sie weiß, die Schlüsselinformationen, die kommen hier oben zusammen. Und da ist man natürlich immer in der allerersten Reihe. Und das weiß auch Jakob Schober unten in der Boxengasse. Und der hat Simon Reicher, seinen österreichischen Freund und Landsmann, jetzt am Mikrofon mit den Eindrücken des Qualifyings. Bitteschön. So, ich stehe jetzt mit zwei Platzierten. Simon, gutes Quali, oder? Ja, wir haben uns natürlich durch den ersten anversiert. Leider bin ich in der letzten Runde, in meiner schnellsten Runde, im Verkehr gehabt. Deswegen bin ich ein bisschen aufgehalten worden, habe nicht ganz die Zeit fahren können, wie geplant. Aber ja, erste Startreise nicht schlecht, und fürs Rennen schauen wir dann, was passiert. Also das habe ich auch so mitverfolgt, dass die ersten zwei Sektoren waren ja persönliche Bestzeiten in der Runde. Jetzt ist meine Frage, du hast ja im Auto, hat man immer eine Delta Time, wo man sieht, wie schnell man gegenüber der vorigen Runde unterwegs war, und auf welcher Zeit wärst du auf Kurs gewesen, schätzungsweise? Ja, es wäre auf jeden Fall so irgendwo 2-3 Zehntel wären schneller gewesen. Also so wie gestern irgendwo 39,0, 38 hoch, sowas wäre drin gewesen. Also wäre es mit der Carrie Schreiner richtig eng geworden? Genau. Ärgerlich? Sicher, wir haben uns mehr vorgestellt, leider, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, aber das passiert. Und ja, fürs Rennen gehen wir wieder unser Bestes, dann schauen wir. Ja gut, wenn du so wegfährst wie gestern, wenn du startest wie gestern im Dunlop-Rennen. Auf alle Fälle, wir bemühen uns wieder, und ich kann es noch immer oft genug sagen, wir machen uns bemerkbar und wir ärgern die anderen ein bisschen. Sehr gut, dann wünsche ich dir alles Gute fürs Rennen und freue mich schon. Danke. Hätte Fahrradkette, heißt es an dieser Stelle. Simon Reicher, der Zweitplatzierte im Qualifying. Natürlich hat der ganz aktive Siegchancen in der Auseinandersetzung mit Carrie Schreiner. Aber das ist für mich sportjournalistisch wirklich die Schlüsselfrage dieses Qualifyings am Samstagmorgen, während die Rennfahrer der Spezialtourenwagen-Trophy jetzt schon in die Startaufstellung fahren. Die haben jetzt schon ihren ersten Rennlauf hier. Vorhin haben wir noch Promotor Rolf Krebschick aus Lüdenscheid im Sauerland kurz getroffen im Fahrerlager. Und Knall auf Fall geht es hier weiter auf dem Hockenheimring. Ich habe es Ihnen ja gesagt, beim württembergischen Porsche Club. Wie immer unser Gastgeber mit Heinz Weber, dem über 80-jährigen Grand Seigneur des Motorsports hier auf dem Hockenheimring.
Und das alles werden wir Ihnen im Laufe dieses Rennwochenendes mit Sicherheit in epischer Breite noch nahe bringen. Wir machen einen kleinen Fahrerlager-Rundgang, besorgen Ihnen O-Töne, Hintergründe zum ersten Rennen, das um 11.50 Uhr dann von uns live übertragen wird, mit der Kart-Data-Mannschaft, mit Andreas und seinen fleißigen Helferlein und mit mir im Studio. Und ich bin Ihr und Euer Carsten Krohme. Und ich bin raus. Dankeschön. Alles begann mit zwei Freunden und einer Vision. Unsere Initialen stehen für Qualität und Fortschritt. Wir schaffen den Technologietransfer von der Rennstrecke auf die Straße. Wir fertigen Gewindefahrwerke, Sportfedersätze, Stabilisatoren, Distanzscheiben und Gewindefedern zu 100% in Deutschland. Wir arbeiten mit Herzblut und Hingabe für diesen einen Moment. Wir sind Motorsport. Wir sind H und R.